Moin moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. So, wir befinden uns gerade in der Festung Strand und suchen den Ehemann dieser Maeva, die nicht wie Vollbusige heißt, und suchen halt den Streikkorben Felsenschmetterer, den der Ehemann der Frau mitgenommen haben soll. So, wir holen schon mal unseren Bogen raus. Wir haben schon mal den ersten Ork. So, immer mal Eisenfallzeug und einen Reparaturhammer. Eisenstiefel und so was habe ich ja eigentlich alles, ne? Ja, genau, ich habe ja. Okay, das können wir so lassen. Ah, sieht wieder aus wie so ein Rundgang. Hallo, wer ist da? Niemand. Bäh. Hey. Ah, Mann. Isis Claymore. Okay, hier haben wir noch eine Truhe. Leicht verschlossen. Ah, verdammt. Ja, Sicherheit verbessert. Ja, das können wir von mir aus alles mitnehmen. Ah, da ist noch eine Truhe. Berührung. Komm, das Geld nehme ich nur mit. Die Brühe brauchen wir gerade nicht. So, da haben wir vor. Da vorne haben wir eine Ratte. Davon liegt noch eine Ratte drauf. Oder, nee, oder ist die. Ist die da hingepfeffert worden oder wie cool? Aufs Fass drauf. Ja, das ist die Ratte. Nice. Nicht schlecht. Wir machen echt verdammt Krach mit unserer schweren Rüstung. Nicht schlecht. Hier geht's weiter. Heiligtum. So, ich gehe mal hier oben lang. Ah, sieht aus, dass er einmal hier so im Kreis gehen könnte. Ja, schauen wir mal. Okay, Fackel haben wir mittlerweile echt genug. Jetzt nehmen wir nicht immer jede Fackel mit, die ich finde. Boah, ich bin erstaunt, wie viele Reparaturhammer wir gerade aktuell finden. 15 Stück haben wir. Da brauche ich mir erstmal fürs erste keine mehr kaufen. Ah, ist der angehört wie so ein Hund oder so? Ja. Ah, Mist. Ja, ein Hund. Ha. So, wir hier. Wir erstellen Intelligenz, brauche ich nicht. Gold und Rubin.
Okay, ja, wie ich gesagt habe, es war nur so ein Rundgang. So, dann gehen wir erstmal hier schon mal rein, weil ich denke mal, dass wir hier vorne dann später wieder zurückkommen werden. Auf ins Heiligtum. So, ja, ist auch der grüne Questmarker. Das heißt, wir sind schon im richtigen Areal, so wie unser Ziel. Es war wohl gar nichts. Waldgeister mag ich gar nicht. Huschen durch die Gegend und bewerfen einen mit Feuerkugeln. Das haben auch schon andere gesagt. Wir alle sprechen über den Mord am... Hey! 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 So ein Stahl und Stahl Claymore. Stahlbeinschienen, was habe ich denn? Stahlhelm, Stahlbrusttarnisch. Stahlstiefel, aber ich habe ja die anderen Anschuhe. Aber ich nehme mal das Stahl Claymore, nehme ich mal mit. Ah, da ist er. So. Bjalfi, der Verachtenswerte. Ja. So, ja, Felsenschmetterer. So, ich habe Bjalfis Leiche in Fort Strand gefunden. Felsenschmetterer war immer noch an seiner Seite. Was? Er scheint brutal ermordet worden zu sein. Ja, so kann man das natürlich aussehen. Ihr solltet mal Eva die Waffe wiederbringen und ihr vom Schicksal ihres verstorbenen Ehemannes berichten. Ja, also er scheint echt brutaler Mord geworden zu sein. Also ich weiß echt nicht, wer das war. Also keine Ahnung. Hä? Also, hä, warum habe ich hier diese Musikaufsätze? Ja, jetzt bin ich schon zu schwer belastet. Okay, das mache ich jetzt. Habe ich ein bisschen zu viele Sachen dabei. Stahlkleber. Ich weiß, das will ich sogar eigentlich mal behalten. Ach komm, machen wir kurz mal ein paar Tränke eben fix mal eben. Oh ja, kann ich viel mit dem machen, mit Aloe Vera Blättern zum Beispiel. Ja, wunderbar. Karotte. Kartoffel. Mit den Birnen. Den Weintrauben. Den Weizenkörnern. Mit dem Reis. So, das müsste eigentlich schon reichen. Ja. Ein paar Kilo sind wir losgeworden. Er scheint brutal ermordet worden zu sein. Oh Mann, darüber komme ich gerade nicht hinweg, ey. Nice. Ah, die haben sogar eine Ratte gekillt hier oben. Noch ist noch ein paar Feinde. Zu den Waffen! Zu den Waffen!
So. Okay, ist da nicht der. Ah, ich schätze mal, wenn wir jetzt hier runter. Ja, genau deswegen. Moment, mal wieder Heilzauber auspacken. Okay, sind wir eigentlich jetzt wieder schon fast durch mit der Festungsruine, so wie das aussieht. Dann gebe ich jetzt gleich noch die Quest ab und dann würde ich sagen, mache ich auch für die heute Aufnahmesession auch wieder Schluss. So, was ist hier? Ich gehe mal kurz hier in den Schleich, ob hier noch jemand ist. Sieht zwar nicht so aus, aber... Ne, hier ist keiner mehr. Das habe ich doch die Fackel wieder mitgenommen. Ach, egal. Oh, Silberpfeile. Ja, wunderbar. Silberpfeile. So. Haben wir noch hier ein Quick Save. Ne, Fackel ist nicht. Das reicht jetzt mal. Ach, hi. Oh. Was? Wenn ihr es auf Ärger anlegt, könnt ihr gerne Ärger haben. So. Eisener Bogen, Eisensachen, die brauche ich gerade nicht. So, hier oben haben wir nämlich noch eine Truhe mit einem Heiltrank. Okay, und damit sind wir jetzt einmal durch. Gut, wunderbar. So. Gut, machen wir kurz mal eine Schnellreise zurück nach Whitmond. Ah, müssen wir, glaube ich, jetzt einmal da einbrechen. Ach, puh. Aber wenn das so weitergeht, müssen wir uns nächstes Mal ein paar neue Dietriche kaufen. Die kriegen wir natürlich am besten und am einfachsten, wenn wir halt uns der Liebesgilde anschließen. So. Ja, guck mal, wenn die noch, sagen, die noch schläft, vielleicht können wir hier ein bisschen die Haus ausräumen oder so. Falls sie irgendwas Besonderes dabei hat, oder sprich hier im Haus gebunkert hat. Außer Essen, das nehme ich jetzt nicht alles mit. Geschicklichkeit. Nee. Naja, jedenfalls nicht viel. Hat eigentlich bis gar nichts. Die üppige. Habt ihr Felsenschmetterer möglicherweise schon gefunden? Wir werden sehen. So, überreden wir die aber erstmal. Das habe ich mich vorher nicht gemacht. Bäh. Oh nein, das ist. Es reicht. Das ist. Gutes Argument. Ah, so argumentieren, beschwatzen, schmeicheln, nötigen. All das sind Werkzeuge der Überredungskunst. Ihr arbeitet ständig daran, eure Wortgewandtheit zu verbessern. Jetzt seid ihr ein Lehrling der Überredungskunst. Wenn ihr versucht, einen Charakter zu überzeugen, bekommt ihr jetzt die Chance, die Antwort zu rotieren, ohne eine Aktion auswählen zu müssen. So, das können wir hier rotieren. Das ist nicht schlecht. Können wir später machen. So, erstmal Gerüchte jetzt wieder. Die Kolovianer sind stolz auf ihren Ruf als unabhängige, ungehobelte Rebellen. So, und dann Ehemann. Ich hab Felsenschmetterer dabei.
Ich war mir schon sicher, dass ich Felsenschmetterer nie wiedersehen würde, aber ich habe mich geirrt. Was ist aus Bjalfi geworden? Ja, tut mir leid, Maeve, er ist tot. Ja, ich habe ihn auch getötet, ne? Er war ein guter Mann, als ich ihn heiratete, aber die Habgier ergriff von seinem Herzen Besitz. Ich bin zwar nicht glücklich über seinen Tod, aber wenigstens hat er seine Ruhe. Tja, ich bin nur froh, dass es vorüber ist und Felsenschmetterer wieder da ist, wo es hingehört, in meine Familie. Ich schulde euch etwas für eure Bemühungen. Ja. Ich denke, es ist nur gerecht, wenn ihr meine Mitgift nehmt. Es wäre eine Ehre für mich. So, Felsenschmetter entfernt und 95 Gold, ja, wow. Mag die Göttin über euch. Und Quest beendet, Eibruch. Du hast ja echt viel Mitgift bekommen, wenn du 95 Gold Mitgift bekommen hast. So, guck mal auf die Zeit. Ja gut, wir haben noch ein bisschen. Ich habe zwar gesagt, wir wollten die Schluss machen, aber komm, ich würde sagen, Moment, das habe ich noch kurz mal in Questlog. Genau, wir gehen mal jetzt machen wir wieder Aufgabe für die Kämpfergilde, würde ich sagen. Gehen dafür mal nach Chedina. Hallo. Hi. Ja, Chedina ist auch eine schöne Stadt, finde ich. Allgemein, ich finde die ganzen Städte eigentlich alle in Oblivion alle einfach richtig schön. Einfach richtig schön designt. Die haben eine schöne Architektur einfach. Generell. Ihr merkt es ja vielleicht, wenn ich immer so über Oblivion rede und so. Ich bin ein riesengroßer Fan halt von Oblivion. Also mehr Fan als zu Skyrim halt. Skyrim ist auch ein geiles Spiel, keine Frage. Aber wenn mich jemand fragt, welches Spiel ich mir mehr bevorzugen würde, würde ich immer Oblivion sagen. Liegt vielleicht auch daran, dass vielleicht Oblivion auch mein erstes Elder Scrolls war. Und auch mein erstes richtiges Rollenspiel war. Ne? Und an dem Spiel sowieso richtig viel in der Erinnerung kleben. Oh, der hat schon ein Vulkanglas Streitkolben. Warte mal, mit dem müssen wir reden. So, Boots Krokasch. Ihr sucht hier doch Arbeit, ihr Nichts. Vielleicht möchtet ihr einen Auftrag. So, kann ich mit dir? Ja? Ja, kann ich. So, es mag er gar nicht. Was für ein ungutes... Wohl. Ah, genau, wir können ja jetzt rotieren. Das heißt, das mag er zum Beispiel, das oben mag er nicht. Wenn ich jetzt hier drauf klicke... Der gefällt mir. So, sehr. Und wenn ich jetzt hier auf Rotieren gehe, schwappt das hier von nach da oben. So, genau. Was für ein da kann man ein bisschen mehr mit rumspielen. Und, der ist klasse. Das ist so, ist das ein bisschen einfacher. Ihr braucht, wo habt ihr den her? Dieses Überzeugungsmenü-Spiel zu meistern. Ach, das mag er hier. Das mag er oben gar nicht. Ich kann, wo, versucht so. Nicht, mich zu manipulieren. Das sortiere ich jetzt mal hier. Wo so, habt ihr wunderbar. Den her? Das ist gut. Wo? Ja, es reicht. So. Weder jetzt. Das ist wirklich komisch. Wo habt ihr den her? Die erzählt wohl kaum. So. Das reicht mir. Gerüchte. Diese Gruyant Garana ist wirklich eingebildet. Sie redet euch das Blaue vom Himmel herunter, wenn ihr nicht aufpasst. So, dann sind wir was über Chedinal hier. Die Gilde kann meinetwegen zur Hölle fahren. Habt ihr gesehen, was sie mir gegeben haben? Kelk von den Inseln? Otimbar? Beide haben den Rang eines Wächters inne. Ha! Nutzlos. So, dann hätte ich gern einen Auftrag von dir. Ich denke, ich habe etwas für euch. Wir haben eine Waffenlieferung für die trostlose Mine. Das ist euer Auftrag. So, Quest angefügt, die trostlose Mine. Bewegt deinen Arsch, Stiefel. Ja, ja, ja. Okay. So, die ist da oben. Dann gehen wir einfach mal hier, reisen wir mal kurz zu den Stellen. Ich weiß, das wäre zwar eigentlich hier um die Ecke, es wäre ein bisschen faul hier, aber ja, mein Gott. Gut, dann würde ich sagen,
Ja, habe ich meine Zeit schon wieder, denke ich mal, voll. Ich weiß nicht. So 2 Stunden müssten jetzt. Ich habe jetzt nicht genau auf die Uhr geguckt. Ich habe halt nur immer auf die Uhr geguckt, halt. Wegen den Partzeiten. Ja. Deswegen würde ich sagen, mache ich an der Stelle jetzt mal eine Aufnahmepause. Und ja. Ich hoffe, dass es euch wie immer gefallen hat. Wenn ihr. Verbesserungsvorschläge habt, so rum, genau. Wie gesagt, raus damit. Ich würde mich über einen Kommentar von euch freuen. Gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr mir auch gerne einen Daumen runter geben. Und lasst mir doch ein Abo da. Und, ne? Weil in nächster Zeit habe ich noch jede Menge Zeit. Ich kann auch jede Menge aufnehmen. Heute Abend werde ich übrigens auch streamen. Mit dem guten Bartholomäus von Monaco. Der macht übrigens auch YouTube-Videos hier und der macht, streamt auch. Der ist schon eine etwas größere Größe als ich zum Beispiel. Aber wenn ihr natürlich das Video hier seht, ist das nicht schon längst vorbei. Aber macht ja nichts. Meine Streams werden ja auch aufgezeichnet für 14 Tage. Und in den 14 Tagen bis dahin ist das Video schon längst oben. Also, ja. Würde ich mich auch freuen, wenn ihr mal ab und zu mal bei Twitch vorbeischaut. Da werde ich mich mit dem Bartholomäus von Monaco jetzt demnächst vielleicht sogar ein bisschen mehr streamen, je nachdem, wie es rüberkommt, halt, wie es ankommt. Ja, genau, aber jetzt genug gequatscht, deswegen, ja. Bis dann.